So, ihr Lieben, ein weiteres Video. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit den Akkus. Bei den SAGs, logischerweise, braucht ihr ja einen Akku. Hierbei gibt es ja verschiedene Anschlüsse. Zum Beispiel, das ist ja der große Tamiya-Anschluss, beziehungsweise der normale Tamiya-Anschluss. Der ist halt 4 mm breiter. Der müsste, glaube ich, konkret vom Maßen sein 14 auf 7. Ja, so, gucken wir uns das mal an, wie das eigentlich aufgebaut ist. Wenn ihr den bestellt, dann habt ihr den so meistens verpackt, ne? So, ich habe den bekommen, da hatte er wirklich 0 Volt. Eigentlich würde man dabei sagen, dass der komplett tiefenentladen ist und eigentlich auch nicht mehr herstellbar ist. Wenn ich zuvor bin, es dann einzuspielen, seht ihr wirklich hier. Hatte wirklich 0 Volt gehabt. Ja, daraufhin habe ich jetzt mal die ganze Nacht lang durchgeladen. Ungefähr seit 2 Stunden ruht der Akku schon. Und dann kann man eigentlich am besten einsehen, ob der Akku nun noch gangbereit ist oder nicht. So. Kleiner Blick, etwas besser. Jetzt. So, jetzt sind wir bei dem Ergebnis 9,69. Also der Akku wird sich, denke ich mal, so um die 9 Volt einpendeln. Das ist eigentlich ein 8,4er. Und wenn die komplett geladen sind, dann sollten die eigentlich ungefähr 1 Volt mehr Spannung haben, sobald man es von der Strippe nimmt. Ja. So, wie ist das eigentlich alles aufgebaut? Im Endeffekt habt ihr hier einzelne Batterien, einzelne Zellen. Kann man eigentlich bald sagen, die geprüft sind. Das heißt, ihr habt eigentlich auf einer Seite Plus und auf einer Seite Minus. Und indem die quasi von Plus auf Minus immer so zusammenstecken, ja, wie ihr es zum Beispiel in der Taschenlampe kennt, wenn da zwei Batterien aufeinander reingesteckt werden, dann werden die, man sagt dazu im Elektronikjargon, geprüft. Ja, das hat quasi das zur Folge, dass sich die Spannung erhöht, weil wenn man Sachen brückt, also wenn man Batterien und so weiter brückt, dann erhöht sich die Spannung um das Doppelte. In dem Fall sind das hier, glaube, war eine bei 1,36 Volt und die alle 7 zusammengehangen, da sind wir dann irgendwo bei diesen 9,6 Volt, das ist schon realistisch. Ja. Wäre das jetzt anders, würde man die Batterien parallel hängen, hättet ihr genau eben diese 1,36 Volt nur. Weil wenn ihr parallel hängt, dann habt ihr quasi die gleiche Ausgangsspannung. Ja, so, im Endeffekt ist das hier so aufgebaut, dass die mit diesen kleinen Metallplättchen verbunden sind. Logischerweise, das letzte Glied verbindet das vorderste oder die zwei vordersten insgesamt. Dadurch, dass so in mein M4 nicht reinpasst, werde ich dann quasi dieses hier abmachen, das dran lassen und dann kann ich mit viel Glück, je nachdem wie sich das Material verhält, die ganzen anklappen, also quasi nacheinander setzen, statt dass sie jetzt hochkant sind, dann quasi so. Ja, und dann sind die eigentlich die restlichen Akkus auch. Also wer sich sowas zutraut, der kann hier bestimmt etwas sparen. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann werde ich das quasi wieder, sagen wir mal, fachgerecht einwickeln. Und dann ist es eigentlich auch schon eine recht tolle Sache. Als für jemanden, der Zeit hat, den Akku habe ich hier, glaube ich, geschossen für 3 oder 4 € und kann die selbst bei eBay sind die Preise bei 20 Euro bei einem Akku mit Tamiya-Anschluss bei 8,4 Volt. Also unter 20 Euro kriegt man die ja definitiv nicht. Ja, so viel dazu. Das nächste, warum ich aber noch nicht weitergemacht habe, ist, weil hier anscheinend eine Batterie undicht ist, weil ansonsten kann ja eigentlich oder geplatzt oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, das ist eigentlich das Einzige, was mich aktuell davon abhält, weil wenn die hin ist, entweder muss ich sie dann weglassen oder tja, mal schauen. Also selbst wenn ich sie weglasse, dann komme ich halt von diesen 9,6 runter auf diese 8,4 Volt, dann ist das quasi wie ein vollgeladener 7,2 Akku, logischerweise, weil es sind ja nur 6 von denen an der Zahl. So, weiß nicht, ob wir das jetzt hier besser sehen. Also, ihr seht, es ist etwas dunkel, aber ja.
Ja, so viel dazu. Im Endeffekt gibt es hier aber auch noch eine andere Anordnung. Das seht ihr dann zum Beispiel hier. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ebenfalls 7 logischerweise. Da haben wir auch einen 8-Tierer. Ja. Und wenn ihr quasi einen mit höherer Leistung habt, entweder sind die einzelnen Batterien effektiver oder sind quasi doppelt so viel und aber halt jede zweite quasi parallel gehangen, damit halt die Spannung erhalten wird. Und weitergehend bei Spannung und Software, du darfst natürlich nicht übertreiben. Also wenn wir zum Beispiel so eine Software wie meine M4 haben, die hat zwar diese sogenannte ABS-Variante 2, aber die Gearbox und so weiter, die wird wahrscheinlich nicht auf Dauer aushalten, auf Auto schießen, wenn ich stärker als diese 8-4er nehme. Dann wird die einfach dann schlussendlich, die Zähne quasi in der Gearbox werden sich überrupfen und dann wird die gar nicht mehr fassen und dann ist die letztendlich auch dahin. Tja. Und selbst manchmal, wenn ihr schon etwas stärkere oder heißt stärkere Akkus nehmt mit höherer Spannung, kann es auch schon passieren, dass die nicht mehr jede Kugel greift. Und deswegen sage ich eigentlich, wenn man die Sachen tun will oder tun lassen will, dann am besten wirklich direkt zum Büchsenmacher gehen, der das kann, macht, will und wie auch immer. Weil selber tun, tja, da müsst ihr schon echt was auf dem Kasten haben, sonst lohnt sich das irgendwie gar nicht. Ja. So, das ist auch noch eine Anschlussart, kennt ihr bestimmt auch. Ich werde jetzt aber bei meiner zum Beispiel einfachheitshalber den kleinen Tamiya-Anschluss entfernen. Und dafür habe ich bei eBay, werde ich vielleicht nochmal einen Link reinposten in die Beschreibung, einen Umbausatz. Da habt ihr quasi die zwei kleinen Pins, die hier drin sind und diese Buchse an sich. Ja, die werde ich dann quasi anschließen und dann kann ich auch die großen Tamiya Akkus benutzen. Ja, was jetzt mein Experiment noch demnächst sein wird, ist, wie lang ich dieses Kabel hier verlängern kann, ohne dass ich einen zu hohen Widerstand habe. Natürlich spielt auch wieder das Kabel eine große Rolle, was es für Material ist, weil ich konkret eigentlich mir gut vorstellen könnte, zum Beispiel diese Moped-Batterien, die haben zwar 12 Volt, aber vielleicht passt es ja doch, dass man, wenn man quasi ein langes Kabel hat und macht dann so eine Moped-Batterie in den Rucksack rein, tja, da habe ich dann irgendwo um die 8 Ampere-Stunden, also das ist quasi ein 8-faches oder 10-faches der Akkus, die normal verbaut sind. Ja, und damit kann man dann, denke ich mal, auf eine ordentliche Operation oder Skirm schon gehen. Jo, ja, so viel erstmal dazu, aber ich kann nur jedem raten, wenn ihr euch nicht zutraut, dann lasst es bleiben. Die Haftung müsst ihr letztendlich nämlich selber tragen. Und ansonsten hoffe ich, ich habe euch mal ein bisschen behellen können und wünsche euch noch viel Spaß.